Philin Gurs vom Künstlerkollektiv Broke Today. Ich bin Künstler, Creative Director, Hausmeister oder sowas in der Art. Also ich hatte einen Traum für 7 verdammte lange Jahre. Ich habe jeden einzelnen Menschen gefragt und genervt. Wirklich jeden. Im Berufsverkehr, auf Hauspartys, ob er jemanden kennt, der einen AMG Mercedes hat, den ich antaggen darf. Das Auto ist für mich ein Mythos und ich wollte dieses Auto, genau dieses Auto, als Leinwand benutzen. Dann gab es irgendwann die Möglichkeit, bei einer Ausstellung am Studio Odeonsplatz von Mercedes mitzumachen, aber auch nur, weil ich mich so weit aus dem Fenster gelehnt hatte. Ich habe gesagt, ich habe dieses Auto, ich habe die Möglichkeit, das Auto auszustellen, habe die Zusage bekommen, aber da hatte ich noch kein Auto. Also mussten wir dann bei einem Abendessen dieses Auto klar machen. Wir haben jemanden gefunden, der verrückt genug war, uns seinen Neuwagen zu geben, um da drauf zu malen. Und natürlich meinen guten alten Freund Alex, der das ganze Auto erstmal eingepackt hat in komplett weißer Folie, sichergestellt hat, dass da nirgendwo Lack oder Farbe hinkommt. Wir haben das Auto nicht foliert, sondern wirklich eingepackt. Dann stand dieses Auto vor mir, es sah aus wie ein 3D-Modell von der G-Klasse. Das erste Tag war ganz schön komisch, wenn ich ehrlich bin. Da wurde mir da noch gar nicht so klar, was ich da eigentlich gerade tue oder was passiert, wenn die Farbe durch die Folie auf den Lack gelangt. Der Transport von so einem großen Objekt oder von so einer großen Skulptur ist immer stressig. Du kannst es nicht einfach durch die Stadt fahren. Das Auto war zufoliert. Wir mussten natürlich einen Hänger besorgen. Was wir nicht wussten, am Odeonsplatz war an dem Tag eine Riesendemonstration. Wir konnten erstmal nicht ins Studio von Mercedes rein. Dann haben wir es irgendwie geschafft, nach langem Diskurs mit diesen Polizisten, da kurz durch die Einfahrt das Auto anzuliefern. Dann stand das Auto bei Mercedes ausgestellt. Ich glaube, für 2 Wochen war es zu sehen. Dann haben wir uns das Auto geschnappt, haben es in ein Fotostudio gebracht. Das war ein privates Auto. Also war uns allen klar, die Folie wird verschwinden von diesem Auto. Damit wird die Kunst verschwinden. Aber so ist es eben. Jedes Tag auf der Straße verschwindet, zumindest in München. Wir hoffen, dass es irgendwo da draußen in der Welt jemanden gibt, der Bock hat, mit uns gemeinsam in Zukunft sowas nochmal durchzuziehen.